Falls es mal einen interessiert, ich rauche mit der Bong nur CBD. Und diesen Ständer habe ich jetzt gemacht, um dieses Video zu machen. Also, das ist eine Bong. Also ein Medizinrohr, wo Rauch rauskommt, ja. Aber ich rauche mit dem CBD-Gras aus dem Laden. Somit ist es ja legal. Aber guckt es euch mal an. Die war schon unten drin. Da habe ich mit der Bürste durchgestochen. He? So. Und unten die Bürste, wo ich durchgestochen habe, meine Fresse. Ist dann so ein Loch drin gewesen. Und das habe ich dann wieder gepflegt. Das habe ich wieder gepflegt. Hier unten. Ja? Mit Glaskleber. Und von oben Plastik. Nein, total krass. Und dann war der Plastikkleber so ein bisschen da drin gewesen. Und dass das gerade steht, ist da unten noch ein Feuerzeug untergebaut. Beim DJ-Studio. Bügelbrett. Ja, die Gebrüderbrett gibt es ja schon. Aber das DJ-Studio Bügelbrett, Alter. Da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen. DJ-Studio Bügelbrett. Aber, man kann ja auch so einen Monitor, wenn er aus ist, mal als Pinnwand nehmen. Das kennen auch so manche. Ich sage jetzt keinen Namen. So, auf jeden Fall jetzt hier das Handy, da habe ich so einen Halter, da kann ich es so herstellen, ne? Zack, so. Aber das sehen wir ja nichts am DJ-Studio Bügelbrett. Also, stellen wir es hier so oben auf die Bung. Das ist das Krasse. Und hoffentlich hält es. Boah, wackeliges Unterfangen. Wackelt ein bisschen. Da muss noch was untergebaut werden. Was ganz Kleines. Genau. Alle? Ja. Ja. Wackelt ein bisschen, aber ich denke, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Da müssen wir noch mal gucken, welches Bild. Das müssen wir noch mal variieren. Hoffentlich fällt nichts runter. Da hinten ist das Standardruder. Scheiße. Bin außer der Mitte. Das Ständefeuerzeug weg. Ah, jetzt habe ich gefangen. Gerade so. Gerade so, Alter. Gerade so, ey. Hammerhart. Warte, ich muss erst wieder das Feuerzeug wieder ordentlich, vernünftig. Ja. Jetzt können wir hier wieder nochmal einen neuen Testlauf starten. Also, die war also. Jetzt sieht's gut aus im DJ-Studio Bügelbrett. So Leute, hier bin ich. Und pass auf. Dass ihr das mal versteht, dass ich meine Tante Trude Pappschachtel gehen. Das ist die Munition. Das ist die Munition. Alufolie-Kugeln. Davon sind ganz viele drin. Ich meine ja nur, falls da mal jemand eine Hausdurchsuchung machen möchte, sind bestimmt 60, 70 Alufolie-Kugeln. Da habt ihr ganz schön zu basteln. Weil sie immer kommen, weißt du, die wollen immer Drogen unterjubeln und sonst was für Hausdurchsuchung machen, Alter. Keine Ahnung, ich rauche CBD-Gras, das sollen sie mal kommen. Dann zeige ich denen auch die Verpackung und sage, hier, guck mal. Hehe. Na ja, ist legal, weißt du? Das ist auf jeden Fall hier das Dande-Brudel-Bappschachtel-Game. Und hier oben drauf ist eine Erweiterung, und zwar wie so eine kleine Torwand. So, dann stell mal vor, du musst mit einer Alufolie-Kugel da reintreffen. Ja? Hier ist die Pippi Blocksberg-Schaukel, weil die Arme bei mir chillt. Wir sind meine Frau. Ja? So, im DJ-Studio Bügelbrett. Also, ne? Also meine Hauptvertraute, Ehefrau im Geistigen, ja? Die Einzige, wo ich sagen kann, sie ist wirklich meine Frau, weil die immer bei mir ist, okay? Schon seit ich 5 bin. Aber das habe ich ja noch nicht ewig schon gesagt, weil die Menschheit einfach im Geist noch nicht so weit war, weißt du wie? Und dann spinnst du, dann bildest du dir das ein, du musst in die Psychiatrie und auch Gott, oh Gott, das passt ja gar nicht in die Gesellschaft. Aber euch ziehen wir einen Stecker. Euch ziehen wir einen Stecker, das ist die Marie derselben Meinung, da gehört der Stecker gezogen. Auf jeden Fall hier DJ-Studio Bügelbrett. Sehen wir mal, ob das hier funktioniert. Machen wir hier noch eine externe Beleuchtung in der Arena. Normal, weißt, normal könnten wir das, normal könnten wir das als Turnierspiel machen, weißt du? Wenn
wenn die Leute dann kommen würden und sich das Zeug einstecken würden und würden sich wieder verpissen, weißt du? Wie gestern Abend, Alter. Hör mir auf, guck die alten Videos, ohne Scheiß. Die von gestern. So. Tor! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Das ist nochmal hochgehüpft innen drin. Das passiert auch manchmal. Und dann soll mal einer, dass es keine Magie gibt, Alter. Heidi Witzka. Heidi Witzka. Heidi Witzka. Heidi Witzka. Tor! Heidi Witzka. Fast rechts rum rein. Tor! 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 Heidi Witzka. Heidi Witzka. Tor! Heidi Witzka. Übelst geil. Das ist, weiß ich nicht, Alter. Das ist wie... Das ist wie Quidditch für die kleine Haushaltsküche, weißt du? DJ, Studio, Bügelbrett. Heidi Witzka Rosenbusch. Heidi Witzka Rosenbusch. Tor! Hast du es gesehen? Ha! 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 Hammergeil, ey. Hammergeil. Hier im DJ, Studio, Bügelbrett. Und keiner zu mir kommt, komme ich halt zu euch. So ist es. Ha, ha. DJ Studio Bügelbrett. Boah. Ha. Ha. Tor. Drei haben wir noch. So viel sind nicht mehr. Na, hier ist der Fälle. Ha, ha. Naja. Tor! Tor! Haben die Witzka! Alter, das ist DJ Studio Bügelbrett. Ich liebe das so, echt ohne Scheiß. Ja! Ja! Alle drin! Ja! Das ist einfach nur, vor allem das befreit so sehr, ey, wenn du da hier einen Gaudi machst, da, wenn du allein bist. Scheißegal, Alter. Und dann wirfst du da so und machst da so ein Zielwerfen in das Loch rein. Und wenn du da triffst, Alter, da geht mir einer ab, weißt du wie? Und dann sagen sie, ich bin Drogenabhängig, ich brauch so einen Scheiß. Hammerhart. Aber allein ist immer alles nichts, weißt du? Ohne die passende Dame an meiner Seite langweilt mich sogar die Magie. Die ist ja eh um mich rum, weißt du? Next Dumbledore und so bin ich genannt worden, oder? Ach ja, übrigens, der Dumbledore hat mich als Professor ernannt. Der Dumbledore, der Original Dumbledore meint, der Schöning kann sich wirklich als Professor sehen. Ja? Nicht als Doktor, ich höre ja keinen Doktor-Dill, ich höre ja nicht rumgedoktert hier irgendwie Uni und Studium. Nee, aber als Professor darf ich mich sehen. Weil ich ein Professoriat mache. Egal was ist, ich versuche es immer irgendwie hinzukriegen. Weißt du wie? Deswegen Professoriat, deswegen Professor. Oh. Ich hoffe, bei euch ist auch wieder alles so gut soweit. Naja. Die Sachen von gestern sind auch aktuell noch nicht wieder aufgelaufen. Die Anzeige ist geschrieben, ist raus. No. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich da was höre, ob da gescheit was passiert, Alter. Weil ich habe ja sogar von dem iPhone 7 Plus, was er noch von mir hat, weißt du, und schon 5 Monate nicht wieder zurückgegeben hat, habe ich ja sogar die E-Mail-Adresse. Und ich kann euch auch sagen, dass da hinten in der anderen Richtung irgendwie ein Windows 8 Phone irgendwie mit mir verbunden war. Ich weiß es nicht. Also zumindest irgendwo eingeloggt in meinem Zeug, weißt du? Naja. Weißt du, wenn da die Hand der Gesetzeshütung mal mit mir zusammenhalten würden, ordentlich effizient, Alter. Würde man da bestimmt auch was erreichen, Alter. Aber ich denke da macht die Gegenseite wieder so viel Druck, weißt du? Das ist doch jetzt der Quatsch da dran. Muss man überlegen, ne? Um Drogenerzeugung und Verbrechensbekämpfung abzuhalten. Hä? Wie jetzt? Wenn einer mal schwarzes Auto fährt, sag ich ja nichts. Hä? Und wenn einer verdammt nochmal Drogen nimmt, sag ich ja nichts. Hä? Aber weiß ich nicht, Alter. Menschen zur Prostitution zwingen und Frauen einsperren und Freiheitsberaubung und Vergewaltigung von Körper und Seele und Geist und in anderen Dimensionen rumkaspern und dann die Leute terrorisieren und dann versuchen, was wegzunehmen und das auf allen Wegen und lauter Experimente machen. Sind dann eigentlich sogar schon Tierversuche verboten? Ich meine, das ist doch eigentlich ein Menschenrecht, dass die das nicht mit uns machen, oder? Haben wir doch eigentlich ein Menschenrecht drauf, dass die keine Experimente mit uns machen und nichts mit uns machen dürfen, was wir selber so nicht wollen?
Ist doch komisch, wenn du in ein Krankenhaus gehst, bevor du operiert wirst, musst du doch auch erst mal einen Schreiben unterschreiben, dass du damit einverstanden bist, dass die dich aufschneiden. So, ich meine, das, was innen drin passiert und am Körper ringsherum, irgendwie und mit Körper, Seele und Geist, da kannst du nichts aufschreiben. Aber wie willst du das aber beweisen? Ich meine, du fühlst, ne? Andere fühlen es auch. Aber weißt du, wenn dann sehr viele hingehen und medizinisch äußern, dass die das Gleiche fühlen und dass die den gleichen Eindruck haben, dann müssen sie untersuchen. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Wenn da beide gleich Meinung sind wie ich, ja? Und ich stelle dann vor dem Computer mal drauf, dann wollen da auch welche mit einem Monitor gucken, was da zu sehen ist, ob das Arm oder Fuß hat. Weißt du wie? Das sollte sich ja auch bewusst sein, ich meine ja nur. Könnte ja sein, dass mal welche so um die Ecke kommen, weißt du? Kann sein. Müsst ihr auf jeden Fall mal damit rechnen. Alter, ey, ich meine, ich bin ja nicht Nadine, also nicht na, Dean, los, komm, Dean halt bitte, weißt du? Und ich bin auch nicht Aladdin, also Allah, Dean, nein, ich bin eigentlich auch nicht Allah und Diener einmal, nein. Aber ihr könnt euch mal Gedanken machen, also dass verschiedene Namen verschiedene Bedeutungen haben. Bei mir heißt Jesus, jeder sucht's. Jemals, jeder, jenseits und Sus. Sus, sucht, sucht. Genauso wie Sucht, ne? Die meisten Jugendlichen, die sich Drogen nehmen, bis zum Kettenalter. Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Sucht, Drogensucht, hä? Auch von dem Wort kommt Sucht. Hä? Die Sucht, er sucht. Versteht ihr? Die meisten, wo süchtig sind, suchen und suchen und finden nicht. Sie sind ständig auf der Suche und deswegen konsumieren sie sich zu, weil sie die Probleme verdrängen wollen, weil es einfach zu krass ist. So. Wenn sie ihre Suche beenden würden und würden finden, was sie gesucht haben, und würden so ein Ergebnis finden und es würde auch immer besser werden, dann kämen die ja von ihrer Sucht weg, so wie ich. Das ist der innere Schweinehund, den du bekämpfen musst. Alter, hör zu. Hör zu. Da hat die Sünder in dem Lied gesungen. Gegen den Schweinehund wehren, dann wird aus weniger mehr. Negative Gedanken bilden nur neue Schranken, die ihr dann wieder hasst, weil irgendwas nicht passt. Den ganzen Plasma zu lassen, verschafft massenhaft Zeit, sich mit etwas zu befassen, was befreit. Yeah! Negative Gedanken bilden nur neue Schranken, die ihr dann wieder hasst, weil irgendwas nicht passt. Den ganzen Plasma zu lassen, verschafft massenhaft Zeit, sich mit etwas zu befassen, was befreit. Yeah! Hört es euch nochmal in Ruhe an und versteht mal den Sinn. Ich weiß, ihr werdet genauso blöd gemacht wie ich, wenn ich jetzt hier stehe und predige, ja? Werdet ihr genauso blöd gemacht beim Zuhören, das weiß ich. Also hört es euch nochmal an und nochmal, bis ihr es gerafft habt, Alter. Zieht den Stecker, dreht laut auf, Alter. Weißt wie? Dann hört man mich halt überall singen und ich singe jetzt was, wo, warum? Der Anfang von dem Lied ist geil. Ich möchte nochmal interpretieren. Heute Nacht was Krasses geträumt. Ich hab wohl mal meinen Kopf aufgeräumt. Dabei einen Riesenhaufen Stress gesammelt. Und mir fiel auf, was mich echt angammelt. Dabei war so viel Stress von mir eigentlich gar nicht dabei. Der meiste Stress, den ich habe, ist euer Rumgeschrei. Hier scheiße, da schlecht, gezicke, blödes Genöle. Ich kriege Hassgefühle, wenn ich da nur zuhöre. Fang mal an, ein bisschen positiv zu denken. So könnt ihr die Gedanken dann mal lenken. Es ist nicht immer so schwer, nur ab und an unfair. Gegen den Schweinehund wehren, dann wird das weniger mehr. Negative Gedanken bilden nur neue Schranken, die ihr dann wieder hasst, weil irgendwas nicht passt. Den ganzen Plasma zu lassen, verschafft massenhaft Zeit, sich mit etwas zu befassen, was befreit. Yeah! Wie zum Beispiel auch mal singen. Dafür hat Gott uns eine Stimme gegeben, weißt du? Ja. Ja. Wenn ihr mal irgendwelche Sorgen, Ängste, Nöten, Probleme, was mit ihnen, ich habe keine Ahnung, aber ihr könnt euch an mich wenden. Und wenn ihr plausibel, ehrlich und aufrichtig seid, vertrete ich sogar eure Stimme. Wenn ihr aber so seid wie der Hardcore-A-Punkt, also der, wo sich da gestern gemeldet hat, Alter, da muss ich euch mal ein paar Sprachnachrichten vorspielen, Alter. Wie er erst zu mir spricht und wie er dann zu mir spricht, ihr wisst gar nicht, wie sehr der mich langweilt, Alter. Hammerhart, Alter, ich habe keine Sprachnachricht von dem angehört, Alter. Der hat angefangen, hier so rumzubellen, wenn ich so komme, Alter, alles so.
Weil ich dann blockiert noch 7 Aussprachnachrichten, bloß die sind ja immer noch ungehört auf meinem Handy, Alter. Die könnten wir uns mal gemeinsam zu Gemüte führen, Alter. Dass ihr mal Bilder von habt, Alter, was da hier für Menschen rum exaltieren, Alter. Ich meine, ich zeige es ja sowieso, wenn ich was anzeige, am liebsten bei der Öffentlichkeit an. Und ich mache da am liebsten bei der Öffentlichkeit immer mehr Druck, bis die Anzeige durch ist, ja. Weil ihr wisst ja, ne? Dem stehen ja korrupte Zahlungen und sonst was vielleicht entgegen und, oder Schmerzen, was die Leute gemacht kriegen. Und da muss man auch so ein bisschen die Stellung halten, ne? Man kann ja nicht nur sagen, huba, 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 hu. Und darauf hoffen, dass die Agenten herkommen und das Ding regeln. Nee, es soll schon einfach nicht ordentlich bleiben, so normal menschenmäßig, oder? Weiß nicht, bin ich der Meinung. Oh, jetzt bellen sie wieder draußen rum, jetzt habe ich aufgehört zu reden. Nee, ich mag nicht aufhören zu reden, weißt du warum? Dann höre ich wieder meine Stimme, wie sie sich aufregen. Alter. Boah, muss ich mehr reden, Alter, habe ich festgestellt, echt. Ja. Oder ich muss so machen, dass wenn ich denke, dass sie die hört, weil die ja meine Gedanken denken, weißt du? Aber ich weiß noch nicht, Alter. Ich muss aber von da, wo ich sie höre, mal Bohrung machen oder Mikro hin, weißt du? Du weißt, dass ich das gebacken kriege, Alter. Weil jetzt gehen wir mal wieder raus in die Natur und hören mal, was die im Gulli dazu sagen. Ihr wisst, wie es ist. Ach ja. Aber das ist das Ding, ne? Das ist das Ding. Jetzt gucken wir her, ne? Gestern Abend, der Justin und die Caro da, ne? Carina. Justin und die Carina da. Und klar, wie gesagt, mein Singi und Schöni Feuerzeug, was übelst daran ist, worauf ich nicht klarkomme. Mein Mikrofon, was genauso ist wie dieses hier, ja, plus hier mit roten Klebeband dran. Und rot, ja? So. Und das hat er geklaut, Alter. Weil das, ja, was hier im Ständer ist, ja, übrigens hier, falls ihr es seht, ja, die Unabhängigkeit wackelt, für das habe ich jetzt den Ständer noch gebaut, weißt? Und dann kann ich das hier reinstecken und kann das mit zum Tisch nehmen, weißt? Und kann das auf den Tisch stellen, weißt? Und kann dann hier blablabla machen. Und ich weiß nicht. Da fällt aber das für ihr, weißt du? Das fällt halt eins. Und ich weiß nicht, was er sich vorstellt. Hier hast du Nachbewohner und redet nicht, Alter. Hallo, hier bin ich oder was? Keine Ahnung, echt, ich schwöre. Ich habe so sehr die Schnauze voll, Alter. Ich habe so sehr die Schnauze voll. Ich habe ja mehrfach gesagt, das soll ich bitte zurückbringen, Alter. Dann höre ich ja auf, darüber zu reden, weil. Was soll denn das, Alter? Ich muss darauf immer wieder hinweisen, Alter. Guck mal, das Feuerzeug allein, das Zimmerfeuerzeug, ja? Das ist von meinem besten Freund. Wir sind 29 Jahre beste Freunde, Alter. 29 Jahre, ja? Und vor 2-3 Jahren haben wir mir das zu Weihnachten geschenkt, ja? Ein graviertes Zimmer. Weißt du, wie ich mich fühle, oder? Kannst du dir vorstellen, ne? Geht so in dein Empfinden rein, oder? Na, meine Fresse, Alter. Echt, ist echt nur noch heftig, Alter. Vor allem, ich meine, mit manchen Sachen kann ich aber Tricks, ne? Mit manchen Sachen kann ich aber Tricks. Und weiß nicht, ich meine, das gibt zu mit meinem anderen Zippo hier, wo mein schönes Logo drauf ist, gibt's auch, ja. Aber das kotzt mich auch nicht wie mein Zippo. Das andere, also, ich meine, ich habe zwei, aber ich will das andere, wo ich und mein bester Freund drauf sind. Das ist mir heilig, das ist magisch für mich, weißt du wie? Vorführeffekt, ganz klar. Weißt du wie? Mann. Ja, da können wir mal wenigstens ein bisschen zugucken, weißt du? Ich denke. Die haben alle Angst um irgendwas, Alter. Das muss man nicht verstehen, Alter. Angst regiert die Bevölkerung, echt. Lass sich alle einschüchtern. Alle, vor allem wie die meisten Eltern zu ihren Kindern sind, so katastrophal, Alter. Da weißt du nicht, Alter, ob die Eltern nicht woanders chillen und ein Programm laufen lassen, was komplett ineffizient macht. Weißt du? Das müsste man mal überprüfen, Alter. Wenn die Eltern nie anders reagieren, sind sie bekommen, dann kann man so umgehen und ich weiß noch nicht wie. Das nervt mich, dass die alle so inkompatibel zu mir sind und verlogen. Und irgendwelche Spielchen mit mir spielen. Das nervt mich richtig, Alter. Weil ich kann auch Spielchen spielen, ne? Jigsaw. Du weißt, wenn du ein Spiel spielen sollst. Heiligenskram, wer sagt das? Ja, der Raucher. Schon mal drüber nachgedacht? Bei irgendwelchen Verbrechen, die geplant. Mein ja nur, so ganz grob pro forma. Gesetz der Rauch ist anders, wenn es eine unschuldige Einsperrung, dass ich daraus ausdenke. Ja, habt ihr gesehen, Gesetz der Rauch, ne? Dann ist im Knast, Alter. Zum Schluss bringen sie dann 3 Steine essen, das, was er gegessen hat, legt seinen Zellenkumpel um, Alter, und dann bringen sie noch 2 Werte um und geht aus dem Knast, geht die hier raus. Weißt du wie? Weil das Ding ist, da bringen sie eine Zelle um, das kriegen die anderen mit. Die Wärter kommen, wollen nur für Ruhe stiften. Das ist halt so krass, bringen halt gleich beide Wärter um. Und die Schlüssel hat die Waffen, zack, boom, rausgelaufen. Weißt du? Da hast du noch 4 verschiedene Morde draußen angesagt, Alter, und die haben sie gerade so noch einen abhalten können. Die anderen waren tot.
Der hat einfach drin Angst, ob Bruder wer ist. Weißt du? Da können sie einen Falschen einsperren. Da sitzt der Raucher, Alter, kein Ding, ey. Krass. Aber wie gesagt, ey, das Problem ist, mit mir ist der Bundeskanzler vernetzt. So. Ha? Ist einfach so. Unser Bundeskanzler kriegt so ziemlich alles mit, was ich plane. So. Und dann stell dir mal vor, hey, die fucken mich zu sehr ab, die fucken die ganze BRD zu sehr ab. Und das kriegt der Chicksaw mit. Und der kriegt es mit, weil ich bin Raucher, ich bin sehr entspannt. Der kriegt mit, wenn ich mich aufrege. So, denkt mal einfach weiter. Okay, mehr muss ich doch nicht sagen, oder? Ha? Mensch. Die Wanderkrieger machen das nicht mit so viel Leidenschaft und Liebe zum Detail, weißt du? Aber wenn da so ein Püppchen angefahren kommt, mit Spirälchen auf dem Backen, weil die ganze Leben nur scheiße war es dann. Und wenn der dann ein Spiel spielen möchte, also das ist der Punkt, wo ich an einer Stelle sagen würde, oh oh. Oh oh. Jetzt habe ich es komplett verkackt. Also das geht natürlich nur an die übelsten Hardcore-Verbrecher, wo nie aufhören scheiße zu sein. Die landen in solchen Situationen. Das ist Karma und Schicksal, Alter. Da habe ich nichts mit zu tun, weißt? Ich sage es eben nur, Alter, dass man mal das beherzigen soll. Weißt du? Wenn ich ständig andere Menschen verletze, Alter, und ständig andere Menschen weh, du andere Menschen zu irgendwas zwingen, einsperren und dergleichen. Und dann stellen wir vor, den Schicksal darauf aufmerksam. Weil ich darauf aufmerksam bin und ich bin entspannt, weil ich Raucher bin und selber kommt. So. Denk weiter. Damit habe ich nichts zu tun, verstehst du? Das ist Karma. Hi, ja. Die Leute haben kein Konsequenzbewusstsein, die Walzer, Alter. Ich weiß, dass dich so aufregt, aber die Leute haben kein Konsequenzbewusstsein und das muss man denen einhauchen. Das ist zwar krass und klingt heftig, aber ich tue das Video ja nicht direkt an Kinder richten, ja. Sondern an die Erwachsenen, wo sich da hier überdenken mit ihren Kommentaren und so zu brüsten und so weiter, ja. Die soll einfach mal drüber nachdenken, dass es Menschen gibt, die alles mitkriegen. So. Illuminati. Aber damit habe ich auch nichts am Hut. Die hören bloß auf mich. Weißt du? Also nehmen wir von mir mal einen guten Rat und sagen wir mal so. Weil das wäre ja Quatsch, Alter, wenn alle auf einen hören würden. Hallo, da wäre ich für irgendwas verantwortlich. Bin ich nicht, ich repariere nur. Und das Erste, was ich absolut reparieren muss, ist euer verficktes Konsequenzbewusstsein. Weil, 4:30? Tja, immer noch kein Handy da, immer noch kein Feuerzeug da, immer noch kein Mikrofon da und das in ihr Headset, was so agentenmäßig ist, ist auch nicht da. Ey, einer von den beiden, Alter, Carina oder Justin, Alter. Wenn die irgendwo mit irgend sowas gesehen werden oder irgendwas irgendwo hinhandeln, Alter, oder irgendeine Fehler machen, Alter. Boah, Alter, ich will nicht wissen, wie die von der Gesellschaft abgefuckt werden, Alter. Boah, Alter. Ich möchte noch nicht, ich glaube, ich habe euch in einem Video sogar Bilder gezeigt, ne? Ja, von Justin, wo er aufpassen sollte, wenn ich auf keinen Fall vertrauen darf. Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ja, stehe ich halt dazu. Muss ja sein. Schneller als die Polizei. Alter. Guck mal, ich habe Anzeige geschrieben, passiert noch nichts, weißt du? Mal sehen, wann die Herren und Damen der Schöpfung mal der Meinung sind, sich mit mir auseinanderzusetzen. Aber dann schreiben sie bestimmt eine E-Mail, Alter, und die E-Mail ist dann am Ende wahrscheinlich gelöscht. Ich hoffe einfach mal, die rufen mich mal auf dem Handy an und setzen sich einmal mit mir zusammen, weil ich muss sowieso, ach, weißt du was, heute ist Sonntag, hä? Und morgen ist Montag. Und der goslarische Polizeichef hat angeboten, er geht einmal privat zu den Leuten nach Hause, um mit ihm zu reden. Den werde ich mal einladen, Alter. Den werde ich mal einladen und dann werde ich mal mit dem das weitere Vorgehen besprechen. Ich habe eigentlich gedacht, Chefchen von der Klausthaler Polizei kommt nochmal vorbei, aber die Hoffnung habe ich aufgegeben. Ja. Naja. Weißt du mal, vorbeikommen, weißt du mal in Zivil, weißt du mal einen Kaffee trinken, weißt du wie? Und nicht im Huber, die Lappen dann angerufen, ist es zu laut, Wenn man ein Lied gehört und immer oben ein bisschen vibrieren gemerkt haben, wahrscheinlich. Weißt du, was das Ding ist? Die hören mich ganz aus ab. Weißt du, wie verstärken da sonst was? Bauen Mikrofone in meiner Wohnung nämlich an, ne? So. Und dann haben sie es übelst verstärkt und dann kommt von mir hier der Bass, weißt du? Und dann scheppern die oben durch, Alter, zum Beispiel. Weißt du, wie, Alter? Nee, wir haben nichts mehr vorab, was machen wir jetzt? Die Polizei rum, dass er Ruhe hält, weißt du, so ungefähr. Also, wenn man es mal realistisch sieht, weil das ganze Haus hier hat bitte keine Werbung einwerfen, dran stehen, also wer weiß, wer weiß. Bitte keine Werbung einwerfen, Alter, darüber brauche ich gar nicht weiter zu theoretisieren, weil ich denke mir einfach, weil ich schon die Werbung mit dann bitte vermeiden kann. Da geht es so weiter im Kopf. Aber was kann ich denn da noch alles bitten? Und dann fangen die an zu grübeln. Und da geht die Scheiße los. Weißt, unser Eins,
denkt sich, okay, alles klar, ich brauche Geld, muss ich arbeiten. So kann ich nicht mehr arbeiten, bin ich krank. Okay, kriege ich Krankengeld. Okay, kann ich jetzt nicht mehr krank sein, bin ich halt Rentner. Okay, kriege ich Rente. Ist in Ordnung. Aber dann mache ich noch was Effektives dabei, da helfe ich dem Staat und dem System, in dem ich Verbrechen bekämpfe. Okay. Weil spart Steuergelder, wenn das eine dann auch der Rente bekommt, weißt du? Weil ein Rentner ja wesentlich weniger Geld kriegt wie ein ermittelnder Polizist. Hm? Versteht ihr? Aber ein ermittelnder Rentner hat auch ganz andere Freiheiten, sich da zwischendrin die ganzen Seiten anzugucken und sich mit allen Seiten vertraut zu machen. Wie ein Polizist. Der Polizist hat total Strafverfolgungsdruck, weißt du? Und total Zeit ist knapp, Zeit ist Geld, bla 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 bla. Ich, keine Ahnung, eine Stunde länger chill ich eine Stunde länger. Und ich mache es als Ehrenamt, weißt du, dass ich Verbrechen bekämpfe. Ja? Und ich denke mir einfach, es ist wichtig, ich bin Rentner, ich kann nicht anders. Also, ich höre im Kopf die Gedanken, ich sehe die Aktionen, die laufen gegen mich, ist Verbrechen bekämpfe ich. Weißt du wie? Präventiv für die Allgemeinheit. Ja. Ihr müsst mir aber mal helfen, Alter, so im Allgemeinen, so mal meinen Kanal in alle Munde bringen. Und das müsste eigentlich auch mal in der im Schulamt diskutiert werden, ob das nicht Sinn macht, Alter. Suchtprävention, Manipulationsprävention, Vorbereitung für die Zukunft. Digitales Leben, Vorbereitung aufs digitale Leben und ganz wichtig, Manipulationssicherheit. Hä? Manipulationssicherheit, dass man von Manipulation sicher ist, Manipulation gleich erkennt und direkt hinterfragt und hinter die Kulissen schauen kann. Dass es vielleicht noch als Kommunikation genutzt werden kann und die Leute halt wissen, was gemeint ist, aber eigentlich noch nicht mal da. Weil intrigant, scheiße und weiß nicht. Finde ich. So. Okay. Dann machen wir noch ein paar kleine Würfe und dann war's das. Ja, wisst ihr, wenn die alle nicht zu mir dürfen, Alter, und jeder rumhuckt, Alter, mache ich halt ein Video und komme zu euch im Fernseher, weißt du? Doch kein Stress, Alter. So bin ich ja noch nicht. Also, epa! Tor! Tor! Negativ. Negativ. Umgefallen. DJ Studio Bücherpress. Warte nur auf, Alter. Das Bescheuerte ist bloß, dass man bei YouTube keine Werbeeinnahmen kriegt, Alter, wenn man Musik spielt. Also müssen wir das bei Twitch machen. Und zwar, Alter, gestern hatten auch viele Leute im Livestream, da hätten wir eigentlich noch viel Schreibesendung hinterher machen können. Aber jetzt, wo ein Mikrofon fehlt, fehlt mir schon wieder die Lust, weißt. Tor. Tor. Nix. Tor. Krass, oder? Noch die zwei? Ne? Tor. Komm du noch. Du eine Amerikaner. Fuck. Tor. Dann hast du den, da geht's auch. Wie im Flipperautomat. Ciao, Kakao.